die Reise beginnt und über uns fliegt die Fahne im Wind. Erster Morgen, Tag 1. Alle sind zerstört. Nico wollte so ganze Nacht weggehen, aber er ist nach 2 Stunden wiedergekommen und ist tot. Und redet im Schlaf. Er so, Pendel summon. Ich hab's auch gehört. Pendel summon. Was? Ja, und er so im Schlaf, Pendel summon. Träumt man, ohne Scheiß. Also, Pendelum, Pendelheim. Pendelum, Und Nico so, helft's mir doch. Was? Ich höre, helft uns doch oder so. Rageki, das ist ein Bild. Nein, Rageki, hast du nicht gesagt. Ich helfe vor Rageki, Mann. Du so, helft uns doch. Pendelung, Pendelheim. Ich höre, helft auf untereinander. Helft uns so. Pendelung, Pendelheim. Oh mein Gott, das war so geil. Also, bist du wach geblieben, oder was? Also echt Tee. Ich glaube, ich war die ganze Nacht wach, ohne. Oi, dann nicht gut. Du hast auch geschnappt, aber wie einer, oder? Echt jetzt? Ja, Mann. Nein, das warst du, Mann. Doch, du hast echt geschnappt, Mann. Aber da hast du auch wieder aufgehört. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Doch, Mann, hör auf, du hast echt... Ich bin gerade top fit, ich habe nicht geschlafen. Wie geht das? Du bist doch fit. Ich glaube, vom Energy Drink. Ja, mein Energy Drink. Er hat sich noch einen zweiten genommen. Einen zweiten. Wo du weg warst, ja, Mann. Also, oha! Also, ich bin ja mehr Rageki, Mann. Was soll denn? Ich bin mehr Rageki, Mann. Her damit, euer. Was soll denn? Keine Angst, ich kaufe ihn all die neu, Mann. Ich will Rageki, Mann. Ich will Rageki jetzt. Diese 30 Cent Flasche, Mann. Nein, aber Rageki. Nein. Du bist noch besoffen von gestern, Mann. Gib mir Rageki, Mann. Mann, du hast meine Dusche verstopft, also halt die Fresse. Schau doch mal her, Mann, ohne Scheiß. Da, du hast die Dusche verstopft. Ja, du kannst doch gucken, hier ist doch weiß mit dem Arm, Mann. Wie oh mein Gott. Wie aus, Mann? Tod aus. Keine Ahnung, Mann. Du musst eh Stift und so verwenden beim Turnier. Muss ich doch gar nicht, Mann. Doch. Dann hat der mit Stift immer recht. Ja. Nicht der Kontrollierer hat jeden Damage, aber ich will es auf dem Handy haben. Ja, wenn dann... Du musst jeden Schritt nachweisen können und so. Wie mache ich den Medienton aus? Ich weiß nicht, Mann. Ich benutze sowas nicht. Ich benutze sowas nicht, keine Ahnung. 50%, aber... Dass du sie nicht nimmst. Dass ich die nehme, spiele. Oi, da, was geht ab, Leute? Team Old hier. Mach mal Google Maps, oder? Auf dem Weg zur Location, zur DM. Heute mit einer Diskussion über Rageki. Nico sucht verzweifelt noch eine Rageki. Ganz ehrlich, wer hat sie dir versprochen? Du. Was? Barisch. Alter. Nein. Ich sag ehrlich, wer hat sie dir versprochen? Barisch. Barisch, also ich hab 2. Hast du es echt gerade reingeputzt? Darf ich denn nicht? Hast du es echt reingeputzt? Übertreib mich. Sag mal, geht's dir doch gut, Mann? Alter. Noch so absichtlich, Alter. Nein. Nein, du hilfst doch deinen Arsch hoch, Alter. Übertreib's mal nicht. Auf jeden Fall. Es war lange Zeit ungewiss, ob wir Rageki Main spielen. Nico hatte sich darauf verlassen, dass einer von uns das nicht tun wird. Ja, hat er sich leider falsch verlassen. Hat er sich leider verplant. Tati hat im letzten Moment noch alles gehypt. Rageki Main muss. Danke, Tati, Mann. Was ist eure Meinung? Was eure Meinung zu Rageki Main? Die muss echt sein, weil gestern Duelle, man hat schon gemerkt, man kann die Felder nicht mehr klären. Jeder hofft auf Rageki Top Deck. Deswegen ist eine Muss-Karte. Ja, Mann. Ich habe gestern gemerkt, wir haben gestern ein bisschen getestet, so verschiedene Decks. Jeder, aber wirklich jedes Deck kann First Turn, also außer Anti, kann First Turn eigentlich ein gutes Feld hinlegen, Mann. Sogar Blackwing. Wo muss ich hier geradeaus? Geradeaus. Sogar Blackwing. Und sie, dann ist Rageki einfach immer... Ich darf hier gar nicht fahren, Mann. Keine Ahnung, mach fahr einfach. Dann ist Rageki immer... Das Wichtige bei Rageki noch... Wenn du Würfelruhe verlierst, Gegner fängt an, die meisten packen krass Feld aus, dann musst du Rageki haben.
Wenn Gegner Würfelwurf gewinnt und er anfängt. Aber das ist gar nicht so krass. Ich finde die echt krass. Oder? Also das heißt krass, Mann. Sie ist wichtig. Sie ist schon, die kann auch Spiele entscheiden. Ja, so ist es nicht. Aber jetzt, ja, es ist echt situationsabhängig. Aber ich finde Rangeki besser als viele andere Karten, die ich eventuell spielen würde. Warum brauchst du so verzweifelt Rangeki? Manche muss man nicht spielen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ich spiele sogar eine zweite Dark Hole, okay, um Rangeki zu ersetzen. Also das heißt schon was. Aber wenn du anfängst, ist sie tot, wenn du ja anfängst, wieso kannst du das setzen? Das war ein Bedenken. Ja, das hättest du. Wenn du zwei irgendwie so Dark Hole hast und keine Falle. Wenn du rechts, 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 rechts. Aber dann noch, wenn du Game 1 verlierst, Game 2, fängt er ja dann. Nein, wenn du Game 1 gewinnst, Game 2 will er anfangen. Ja, dann musst du sie reintun. Fahr nur 40 Minuten, du übertreibst nur eine halbe Stunde. Du sogar die zweite Dark Hole in Zeit. Keine Ahnung, Mann. Wenn ich Game 1 gewinne, okay, dann brauchst du Game 2 oder 3. Die Serbe ist immer übertreiben, Mann. Gestern waren hier so stark kriegen. Virginia noch, vor der Location. Wir sind zu früh angekommen wegen Nico. Was? Hat zu viel Stress gemacht. Wir konnten nicht mal in Ruhe essen. Das ja müssen wir hier so vor der Location ganz essen. Ganz ehrlich, hier ist doch besser zum Essen. Ja, beste, ganz ehrlich, beste Location, ohne. Aber Nico ist so oft mit John zusammen, Mann. Ja, die beiden. Ja, Mann, das färbt schon an ihn ab. Ja, Mann, das färbt echt vor allem an ihn ab. Ich höre Nico, nicht mal so oft mit John zusammen sein, Mann. Wieso? Ja, weil du machst auch nur Stress, alles falsch machst du. Was? Ey, ja. Ist das nicht perfektes Frühstück am Rhein? Du so, komm, lass uns sofort fahren, Mann. Okay, ich mach das um 8 Uhr auf, aber egal, wir sind schon seit halb 8. Ist das nicht perfektes Frühstück am Rhein, sag mal. Nein. Wer sagt, dass es der Rhein ist? Ich sag wer sagt, dass es der Rhein ist? Auf die Mais, Mann. Wir sind hier bei der DM. Voranmeldung haben wir endlich geschafft. Die Jungs mussten nochmal zurück zum Hotel, weil die den Pass vergessen hatten. Ja. Das ist das Gleiche. Das ist für mich das Gleiche. Das ist die Location, alles undercover hier. Ausländer kennt Dings nicht mal. Ausländer kennt nur Pass, ey. Ausländer kennt kein Ausweis, weil da Aufenthaltserlaubnis. KVR. Wie ist dein Eindruck bisher? Unser Experte. Wie ist dein Eindruck von der Location, vom Event bisher? Ohne Scheiß, Mann. Echt, Konami echt top, Mann. Location echt riesig, nicht nur die Halle an sich, sondern auch draußen, ja. Dann draußen echt geiler Blick, Mann, mit Fluss, allem drin und dran. Ich glaube, unten kann man noch vielleicht essen gehen, ich weiß nicht, da sah es aus wie so ein Restaurant. Ja. Echt coole Location. Mit dir, Joe? Garage haben wir auch noch gleich hier, kostet zwar 10 Euro pro Tag, aber scheiß drauf. Ist eigentlich billig. Ja, ist eine Rente. Ja, teilt eh nur 5, also jeder 2 Euro. Sind 2 Euro, Mann, ist gar nichts. Weißt du, was richtig gut ist? Dass die Future Match Area jetzt da zugänglich ist, weil in Prag war das so voll versteckt irgendwie, ja. Da konnte keiner zuschauen und jetzt kann jeder hier zuschauen und ist live dabei. Gefühl für das Turnier? Schauen wir mal, gar kein Gefühl. Gefühl für das Turnier? Genau, 1000 tot. Ich weiß nicht, also ich finde mich echt cool, aber nur ich will einfach nur gut drauf sein und das reicht mir. Bin ich vorbereitet, aber ist egal, Hauptsache egal, wir haben alle Spaß. Ja, Mann. Wir haben Spaß, Fans haben uns bereits angesprochen. Andere YouTuber. Ja, Mann, unsere nächsten Gegner für die Liga, Mann. Wir haben schon alle im Visier. Ich hab sie auch schon gleich gebissen. Ich hab schon alle Videos geplant. Ja. Aber leider ohne Tati. Ja, Mann. Ich muss mit Chong und Baris drehen. Vielleicht Nico, wenn abkackt. Ja, ich drehe auch, aber es kommt davon, was und wie, oder? Also ich weiß, Chong ist auf jeden Fall bei so einem gewissen Interview mit dabei. Darauf freut er sich schon sehr. Echt, auf welches? Ja, schauen wir später dann. Auf welches? Wir werden es sehen, ob er die Lizenzen dafür bekommt. Welches Video, Mann? Keine Ahnung. Mehr dürfen wir nicht sagen. Ich genieße es echt krass. Ist dein Gefühl, Bagash? Ja, ich habe ein gutes Gefühl, ich bin nicht angespannt, keine Nervosität, nichts. Ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht machen. Du hast mir entdeckt. Oh mein Gott, ich habe Notvorrät vergessen, Mann. Du hast mir entdeckt, alle Nutzen vor der Sicht verändert. Ja, Special Tactics habe ich gemacht. Das ist Notvorrät. Ich werde jede Karte lesen müssen. Was hattet ihr davon, dass Barisch Zeitspieler sein wollte? Mit das passt, gut zu diesem Video, wo er gesagt hat, wie er gecheatet hat in Bochum. Also ich habe nicht gecheatet. Ja. Also ihr habt es jetzt gehört, Notvorräte und... Merke schon, ja. Also so viel dazu. Ja. Das ist ehrlicher Spieler. Aber nicht, du hast Depressionen in deinen Träumen, Mann. Also bitte hilft uns doch, meinem serbischen Volk und so. Ich spiele wenigstens ehrlich. Ja. Ich habe keine Notvorräte in Zeit. Ich auch nicht. Nightstalker. Sekunde, Jungs. Oder aktiviert Effekt, ich hab keine Ahnung, was gemacht. Gegen? Shiro Knight von der Berg. Sechs Züge. Ganz ehrlich, kommt drauf an, wie er zieht, aber die Falle ist schon hart. Er opfert einen Zombie. Opfert einen Zombie.
schießt zwei Karten auf dem Feld. Wart so ein bisschen am Effekt im Grave, Goblin Zombie und so weiter. Dann banisht er eine Chironai vom Deck. Und der vom Deck hat nochmal einen Effekt, schießt nochmal auf den offenen. Er hat auf zwei gesettet von mir geschossen und auf Necrally. Und die Karte hat er zweimal. Bei dir, Tati, was ging ab? War ganz leicht eigentlich. Ich hatte gegen Anti gespielt, war nicht mal das typische Anti. Bisschen so mit Dingen, Wave Motion, vielen Fallen und ein paar Monster, Lava Golem und so, aber... A.K.A. geschenkter Sieg? Würde ich sagen, ja. Ich habe gegen Otto als Pepe gespielt. War okay, ich habe gewonnen. Hat er auf alles eine Antwort. Nico hat verloren. Deswegen will er nicht vor die Kamera. Nico, komm mal her! Das hat schon toll gemacht, oder? Ihr habt dreimal gebrickt. Erzähl, erste Runde. Aber habt trotzdem gewonnen. Ja, du musst Kamera essen. Digga, ich hab erste Runde, hab ich. Erste Runde, 2-1 verloren. Erstes Spiel gewonnen. Zweites Spiel gegen Dupree. Er hat viel gezogen. Dupree konnte Helix nicht opfern. Gutes Spiel. Hab ich eigentlich ganz gut gezogen. Habe ich mit Helix die falsche weggemacht, hat dann die Dupree später gehabt. Hat der Dupree und Erebus. Ich hatte zweimal Retro verdeckt und Couch Trip wohl. Hat mir natürlich nichts gebracht. Ne? Dann hat der Idea gezogen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, nur so ein Turn hat gegolfen. Weil die Blue auf, oder? Ich hatte einen Monolith draußen. Der kommt von Helix, aber... Schneid das weg! Runde 2 mit Tati. Was passiert, Tati? Ja, ich habe gegen Monas gespielt, zweite Runde, habe verloren, 2-0 verloren. Ja. Game 1 war, ja, ich habe gut angefangen eigentlich, habe einen Fehler gemacht, ich sehe es als Fehler an, auf jeden Fall. Ich hätte viel besser spielen können und ja, ich habe es im Kopf gehabt, ich habe echt diesen Zug im Kopf gehabt, wenn so und so und so, aber ich habe es dann nicht gemacht und ich verstehe nicht warum, das checkt mich ja, nicht. Ja, passiert manchmal. Ja. Game 2 hatte ich gar keine Chance, da hat er auch wieder alles gehabt. Okay. Wenn es Feed tot oder konnte nichts machen. Cosmojo zu spät gezogen. Jetzt haben wir hier ein paar Booster. Ja, vielleicht muntern die dich wieder auf. Ich hoffe es. Mach mal auf. Ultimate Falcon. Spezialgast Umut. Soll ich jetzt hier dann, wenn ich dreimal Ultimate Falcon, sie muss ich Ranktop spielen. Du musst es jetzt ziehen. Ich hab's noch nicht aufgemacht. Ja, du kannst meine aufmachen. Oh mein Gott. Siehst du mal, Yugi-Gott mag dich. Passt doch, oder? Ist das? Von Umut aufgemacht. Er wünscht mir Glück, Mann. Den wollte ich eigentlich. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, du hättest das spielen müssen. Amofage. Ja, mein Spieler, der spielt. Ja, aber die Ritualversion meine ich. Ja. Okay, echt hoch. So, viel Glück euch noch, Jungs. Danke. Komm, John, du bist dran. Ich bin dran. Erstmal dein Runden-Update. Gegen was hast du gespielt? Gegen Fusionist. Aber nicht Lorenzo, oder? Nein, gegen einen anderen Spieler. Erste Runde habe ich ihn halt gegeben, weil er nur Goblin-Zombie ausgespielt hat und eine Set. Da wusste ich nicht, was er spielt. Ich dachte, der spielt Zombie. Game 2 hat er halt irgendwie so ein Monster aktiviert, Unique-Zombie. Und hat einen Effekt gemacht, ich habe ihn dann Max C dann gegeben und dann war ich Deckout. Und Game 3 hatte ich einfach nichts. Hatte ich einen Whale auf der Hand, ich habe ihn zwar stoppen können, aber er hat noch Soul Charge gehabt, also daher war es komisch gewesen. Alright Game. Jetzt mache ich meine Booster auf. Das kann ich ziehen. Cherry und das Ding. Eine Super Rare. Vielleicht siehst du so krass wie ich heute. Das geht wahrscheinlich. Laber nicht! Ja. Hau sie gleich mal auf Ding rein, Mann. Okay. Oh mein Gott, ich hab ihn auch! Alles klar, Alter. Okay, Mann, letztes Ding. Auf geht's. Okay. Echt tot, Mann. Tuning. Okay, Tuning. Jetzt kommt Hong dran, oder? Echt, jetzt bin ich gestylt. Hong, Update, Runde 2. Gegen was hast du gespielt? Gegen Cosmo. Oh mein Gott, dann hast du, oder? Gegen Cosmo, ja, Mann. Ja, aber... Ich konnte irgendwie gewinnen. Sehr gut, Mann. Game 1. Ich fange an mit 2 Strike Set. Ja, Mann. Er gibt mir einfach Twin Twister und gute Karten. Moralisch richtig zerstört. Ich wollte direkt eigentlich aufgeben. Game 2. Gebe ich ihm Panel Combo. Er kann nichts machen. Sehr geil. Noch Laser und so. Let's go. Game 3. Er hat ein bisschen gebrickt.
hatte Fire King Island nur mit Hälfte der Combo. Ja, Mann. Ich hab, krasser Spieler, konnte alles rauslocken, dann gebe ich ihm System Down, Pendant Summon 5. Tot. Sehr geil, nice. Jetzt machen wir deine Booster auf. Hoffentlich ziehst du was Gescheites. Update. Arthur, wie stehst du? Ich stehe 2-0. Ich habe gegen Blackwing gespielt. Helol ist ein besserer Blackwing-Spieler, okay. Also Props an Helol. Und danach gegen Exit Monarchs 2-0. Was spielst du heute? Monarchs. Monarchs auch. Domain. Domain Monarchs? Sehr geil. Oldschool. Okay, Mann, auf geht's. Amorphalisch. Okay, Mann, weiter geht's. Tati hat aus Versehen auf ausgedrückt. Man sieht, ich bin kein Kameraspieler, Alter. Was ist das? So, Anti-Panel-Karte. Und was ist die dritte Karte? Lunar Light. Lunar Light? Ja, ja. Okay. Okay. Nee, ich geh raus. Nicht so krass, Alter. Okay, Mann, wir Jungs. Ja. Wir sehen uns Runde 3. Servus. Wie lief deine Runde, Borisch? Nicht gut. Es war ein Fan. Der war cool, korrekt, der war nett. Deswegen war ich gar nicht wütend. Er hat mir aber ein Draw mit Monarchen gegeben. Ich verstehe nicht, wie die Leute sagen, es brickt und so. Er ist wirklich Draw. Alles. Auf 5 Spiel brickt einmal. Und er hat Twin Twister Starthand. Game 1, wie geht das? Normal. Digga, und nach ohne Extra Deck. Ich sette. Okay. Ich first turn, okay? Ich sette 2 Solemn Strike. Gegner gibt mir Strike, OTK. Ey, nicht Strike, Twister, OTK. Ich Mogadisch direkt. Nein, ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Mogadisch direkt zurück. 2-3, ja. Oh mein Gott, was hat's? Ich hätte echt nur nachspielen sollen, Leute. Was hat's für ein Gesichtsausdruck gemacht? Twin Twister auf 2 Strike. Ich wollte direkt Rage Quit. Direkt Rage Quit wollte ich machen. Vor 2 Wochen. Ich wollte echt nur nachspielen. Aber da haben sie gesagt, nee, scheiß drauf. Und jetzt? Also verloren hast du das Match. Ja, ja. Ich boarde Full House. Und so alles. Ich bin gar nichts. Ich zieh sie nicht. Hast du allerdings von deinem Zeitpunkt gezogen? Kein Wailer, gar nicht. Wie stand der Gegner? Also? Der war auch gedrawt. Also. Auch gedrawt, okay, krass. Alter, war echt nett, ein guter Fan. Wenn du das Video siehst, ich bin nicht wütend auf dich oder so, du kannst glücklich sein. Er konnte es nicht glauben, dass er gewonnen hat. Okay. Du hast gewonnen. Also was, echt? Boah, krass. Der freut sich so. Ja, Leute, gegen GB Kollege. Wie kann das sein? Hast du gespielt? Gegen Mermaid. 2-0 gewonnen. Easy. War nicht so easy. Okay. Ich spiele dreimal Chaos Trapple Main, dreimal Magic Drain Main. Und das zweite Spiel habe ich gewonnen, obwohl ich zweimal Necro Valley und Kommandant auf der Starthand hatte. Oh, ja. Kommandant Beatdown 2-1. Ja, ja, aber du hast gesagt, er hätte besser spielen können. Ja, er hat, glaube ich, also ich glaube, er hat ein paar Fehler gemacht. Er hatte sicher bessere Optionen. Jetzt 1-1, schauen wir mal, wie es läuft. Ist noch alles offen. Ja. Mal hatte ich 3 Starthand. Update Runde 3. Wie steht's hier, Jungs? Ich stehe 2-1. Hab gerade gegen verrücktes Burning Abyss Deck gespielt, man mit Inferno kombiniert. War echt interessant. Aber die Cosmo keine Chance. Ja, die spielen keine Backrow, gar nichts. Das Einzige, was er dann gebohrt hat, war halt Ding, weißt schon, hier, weißt schon, die Zauberkarte halt. Ich konnte 3 und die K geben. Und dir? Ich schaue nicht so fresh aus heute, ich stehe 1-1-1. Die Spieler spielen Twin Twister Main, keine Ahnung. 2-1, gerade gegen XYZ Monarchen gewonnen. Spiel 2, 5 Karten. Wie heißt die nochmal? Die Full House kassiert auf 5 Karten. Drittes Spiel, Deflektor nicht gesettet, bei Card of the Mind, sondern abgeworfen, er konnte Full House sich aktivieren, tot. Nur 2 Sets. Du hast gewonnen aber. Ja. Chong hat auch gewonnen. Stehen eigentlich nicht so schlecht alle. Warum ist neuer Starspieler? Ja, das heißt noch nichts, wir haben noch nicht mal die Hälfte fertig. Echt, Mann. Erstmal Tag 1 überleben und dann... Wir haben immer die Hälfte, Mann. Ich habe Kopfschmerzen wie verrückt. Ja, was geht ab, Jungs? Ich stehe 1-1-2. Ich habe gerade gegen krasse Pendelspielerin verloren. Das ist dort. Interview haben wir gemacht. Man ja. Weiter. Ja, das dauert immer ein bisschen länger. Ich habe gegen Monarchen verloren. Ich stehe jetzt 2-2. Ich habe wegen 500 Lebenspunkte verloren. Kann ich auch auf den anschauen. Ich habe gegen Monarchen 2-0 gewonnen. Steht 3-1. Ja, ja. Comeback. Ja, ich hoffe, ich spiele kein Mirror-Match. Ich hoffe, ich spiele gegen Monarchen und BA will ich spielen. Gar nicht eigentlich gut. Schauen wir mal. Leider nicht mehr so viel. Ich nehme alles, was kommt. Mach dich nicht immer so runter, Mann. Ja, hab mehr Selbstvertrauen. Nein, den, Mann. Ich will so ein richtiges OTK-Stick eigentlich spielen. Das klappt, Mann. Update. Weißt du, was ich meine? Ich stehe 3-1, hab gewonnen. Magic Hero. Auch sehr interessant. Ich habe jetzt direkt 4 verschiedene Decks gespielt. Schauen wir mal, was das nächste Runde kommt. Achso. Nimm ein bisschen auf. Ja, kannst du mal.
Also bei uns ist das so, natürlich werden den Kindern auch mal alles abgetradet oder dies und das. Aber wir schauen uns das meistens so an, dass die irgendwie doch mal zu einem ordentlichen Deck kommen. Weil wenn du dir das Teufelskreis auch anguckst, die haben immer nur zwei, drei gute Karten. Ja. Und nach einem Jahr haben sie immer noch nichts. Ja. Ja? So, dann haben sie so ein Structure-Deck, so, weißt du so. Ja. So, und da haben wir uns immer mal gedacht, weißt du was, ich baue dann immer irgendwelche Themendecks, die stark genug sind, meiner Meinung nach, die sind jetzt nicht Cosmo oder so. Und versuche die mit einem witzigen Trend, weil ich so eine Idee habe, dann spielen die das, weißt du? Das finde ich so geil. Und zum Beispiel habe ich einem ein Gravekeeper-Pendel-Deck gebaut. Und ich habe es gebaut, habe ihn damit spielen lassen, habe es ihm aber immer wieder aus der Hand genommen und selbst gespielt, ne? Weil es so Spaß gemacht hat. Und wie kommt man drauf? Ganz einfach. Ein Gravekeeper-Deck ist entweder ein Anti-Deck, ne? Und wie jedes Anti-Deck bricht ein Gegner die Barrikaden da, dann hat es gewonnen. So. Also habe ich mir gedacht, du weißt was, dann muss irgendwas Überraschendes sein. Ja, was für überraschende Karten gibt es denn, die nichts kosten? Ja, Performer Pal Engine, ne? So, das heißt so, ein Gravekeeper, was einfach mal so ein Monkey-Bot von oben zieht, oh ja, sammeln, dann kann es noch seine Recruiter schießen und weißt du? Und im Grunde ist das cool. Und dann hast du noch so eine Antikarte wie Necro Valley. Das ist zum Beispiel der Gedankengang. So baue ich Decks. Oh mein Gott. Hong und Bargish Fusion. Ich spiele im Grunde ein normales Gravekeeper Deck und spiele die drei D-Draw-Karten. Also ein G-Turtle, zwei Lizard, ein Crobat, ein Monkey. Das war's. Natürlich denkst du, okay, du hast nur einen Low-Scale, aber du könntest jetzt noch einen Sorcerer reinmachen oder irgendwas, das ist unwichtig. Du könntest die Dracopal Engine noch einfach reinklappen, das sind auch nur 4-5 Karten. Der Tag ist, was tust du aber raus und die meisten kann man ja dann trotzdem noch spielen. Ja, natürlich, das ist ja das Tolle. Aber einem Kind, der sich eine Demise nicht leisten kann, baue ich das dann nicht damit. Die teuerste Karte, die in deinem Deck hat, ist ein Upside-Goblin, der 4 Euro geht. Verstehst du? So musst du rangehen. Aber du musst halt einfach auch mal ein bisschen jedes experimentieren. Decks, genau, jedes dieser Decks hat ein Upgrade. Auch das hat ein Upgrade. Es gibt kein endgültiges Deck. Das ist so. Also, hat der alte Mann dir noch was beibringen können? Ja, ich werde es probieren und dann schauen. Mach's einfach. Und dann sitzt er so in deinem Locus, schau ich das nächste Video und das läuft gar nicht. Bargisch zucht dein Deck. Mann, ich hab's dir gesagt. Nächste Folge, Bargisch zucht dein Deck. Ja, hätte ich meine Karten nicht dagegen getauscht. Aber was willst du rausbringen? Wie machst du raus? Pass auf, kennst du die Deckbaupyramide? Du setzt alle Deckbausteine, also alle wichtigen, jetzt legst du hin. Nein, du guckst, was ist überhaupt das Allerwichtigste? Das ist unten im Fundament. Ohne diese Karte geht kein Deck. Also ein Gravekeeper ohne Necromancer würde gehen, aber eher nicht. So, und wahrscheinlich ist ein Spy oder ein Recruiter wohl doch cool. Also kannst du die ja nicht kicken. So, aber brauchst du ein... Es gibt Schamane und sowas. Ja, brauchst du so, weißt du, die Unwichtigen. Ja, die würden ja dann in der Pyramide weiter oben stehen. Ich mach keine Pyramide, ich mach's halt da. Ja, aber so baue ich das. Und dann weiß ich immer, dass ich nur diese oberen drei Karten verändere. Das heißt, die kann ich nicht verändern, weil die bleiben. Weißt du? So. Hong, Huang, Hong, Hong, Hong. Hong. Oder Huang. Hong. Also ohne A. Warum sagst du denn sowas? Also. So. Dann Team Bubble Tea. Tolle Sache. Habt ihr Spaß? Ja. Immer. Das ist ja das. Ohne Spaß. Ohne Spaß geht nichts mehr. Ihr steht aber alle ganz gut, hoffentlich. Leider nein. Außer der Gravekeeper-Spieler. 4-1. Ja, ist gut. Also, du kannst hier, wie ich das schon im Stream gesagt habe, du kannst dir noch eine Niederlage leisten. Bist du was am Tag 2 oder 3 so sogar? Ja. Deshalb muss ich jetzt einmal gewinnen und reicht schon. Genau. Passt es schon. Du musst es nicht verlieren, du musst gewinnen. So sehe ich das. Mach jetzt auch einmal. Und bei dir läuft es auch trotzdem okay? Ja, D2. Also einfach 3-2. Einfach alles gewinnen? 4-2 dann nicht so. Wie stehst du? Ich stehe auch zu 2 jetzt. Hey, John, ja, hey, wir machen jetzt ein Video mit dem Unterschied. Ja, ich habe den Button schon bei jemand anders hingemacht. Oh mein Gott, wir haben noch. Aber das machen wir gleich. Das geht nicht, wenn ich hier... Am besten wäre Sonntag, wenn es vorbei ist. Ja, das geht später. Ja, gut Jungs. War schön. Danke dir. So von Migrant zu Migrant. Ne? War schön, euch getroffen zu haben. Sehen wir uns morgen nicht mehr. Nach dem Video nicht mehr. Update, Runde 6. Ja, Mann. Es geht ab. Ich habe jetzt 6 Runden verloren gegen Dracopels. 2-0. War ein eigentlich ausgeglichenes Spiel. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Er hat dann auch getopdeckt. Mein Gott, kann passiert in Yu-Gi-Oh! Ist so.
Game 2 hat er mir echt gegeben, Mann. Jacko Pell ist echt noch krass. Ohne Witz echt krass. Wenn man es gut spielt und gut beherrscht, Mann, ist echt eines der besten, mit immer noch das beste Deck für dich. Ja. Und er war ein guter Spieler, sehr guter Spieler. Hat Spaß gemacht, echt wirklich mal wieder echt ein Spieler, der wirklich keinen Fehler macht zu spielen. Da merkt man einfach, dass man einfach noch hinterher hinkt. Aber war geil. Das letzte Runde, schauen wir mal, was passiert. So ist es. Wir stehen alle noch zu zwei. Ja, Mann. Alle letzte Runde entscheidet. Wird schon. Wir kommen vielleicht echt noch top. Ich habe das Duell jetzt gewonnen. Welche Runde war das? Sechs. Wir haben schon gesagt, gegen BA. Kombo gehabt, endlich mal. Zwei Runden. War geil. Ich habe eigentlich nur mit mir selber gespielt. Endlich Tag 1 geschafft. Nur Chong hat es in Tag 2 geschafft. Er hat noch Hoffnung. Ich hatte Vertrauen. Ey, wir müssen erst das Ticket zahlen. Bargisch hat abgekackt, ich habe abgekackt, Nico hat abgekackt. Nico ist zu arrogant geworden. Das hat ihm das Spiel erste gekostet. Spiel easy gewonnen und dann zu viel Selbstvertrauen. Und dann ja, Stati hat Missplay des Jahres gemacht. Okay, Mann, das war echt heftig, Mann. So müssen wir eigentlich ein Sondervideo machen. Ihr habt's gehört. Das war echt zu heftig. Extra Video dazu kommt noch. So was habe ich noch nie gesehen. DPT Storytime, Missplays. Boah, das ist jetzt Story des Jahrhunderts, Mann. Aber nicht gegen Usange, Mann. Nicht gegen Usange. Usange ist nichts. Dein halbes Deck ist tot, ist tot. Es geht ab, Leute. Große Ankündigung. Nein, Mann, das ist dein. Schauen wir mal, vielleicht. Ankündigung, 26. Juli, Alter. Nico, kannst du ernst gut nachmachen? Fertig, was, Mann. Das ist von Chong. Ach, wenn ich. Was hallo Leute, Großankündigung hier vom TBT. Von TBT, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es gesagt habe. Wieder mal krasse Ankündigung von TBT hier. 12 Euro Startgeld, Sieger kriegt ein Shining Victory Display. Das ist schlimm, John kriegt voll die Roboterstimme. Ja, Mann, ich schwör. Aber weißt du, was krass ist? Bei jedem Video war die Ankündigung. Bei jedem, Mann, es hat mich echt gelangweilt. Schau so die letzten Werbung nennt man das. Jedes Mal, Mann. Krasse Ankündigung wieder von TBT hier. Das war Werbung, Mann. Das ist immer das Intro, Mann. Ja. Das war doch gut, Mann. Ich lauf hier mitten in der Nacht durch Wiesbaden. Ja, Mann. Auf der Suche nach was zu trinken. Labern, und vielleicht einem Klo für Nico. Hey Jungs, Mann. Er schämt sich bei uns zu scheißen. Haben wir nicht ein Vorbereitungsvideo gemacht für die DM? Ja. Und, wir sind echt schlecht vorbereitet. Wir haben keine Getränke. Wir müssen mitten in der Nacht Getränke holen. Ja. Ein Getränk für 5 Euro, weil wir zu dumm sind, um sie vorher zu kaufen. Ne? Echt dumm. Echt schlecht vorbereitet. Weil Barisch meinen Energy Drink ausgetrunken hat. Nein, das stimmt echt. Wir sind so schlecht vorbereitet auf die DM, Mann. Jedes Mal dasselbe, Alter. Und dann. Aber das war schon von Anfang an so Badisch und Ding und schon, hey, Jungs, easy, Mann. DM ist easy. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.